Ja, Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Miss Survival. Das letzte Mal war ja echt heftig. Da hinten das Banditenlager, dann der Tunnel. Ich habe hier die Sachen hingestellt, die wir gelootet haben. Ich traue mich nur nicht durch den Tunnel. Das Problem ist, um alles durch den Tunnel zu kriegen, würde das ewig dauern. Darum dachte ich mir, yo, scheiß drauf, hier wird sicher irgendwo einen Weg geben, der über den Berg geht zu unserem Auto. Den müssen wir nur finden. Aber ich habe gesehen, hier ist eine Straße und da vorne ist eine Tankstelle. Ich würde einfach mal sagen, mal angucken, oder? Die ist sogar eingezäunt. Das wär ein richtig guter Spot eigentlich, oder? Auf dem Dach von der Tankstelle ein Shelter bauen und dann hier einzäunen. Okay, die Garage ist zu, das ist negativ. Da Waschpulver, geiler. Also hier finden wir jetzt wirklich relativ viel Waschpulver. Es ist so, ich würde sagen, es ist jetzt Level 2 von Mist. man könnte sagen Level 2 von Mist. Und wir haben auch endlich eine Sniper. Wir haben nur keine Munition mit. So. Hier finden wir Essen an Ende, Metal Scraps, Waschpulver. Ich bin schon wieder fast voll. Oh, Waschpulver. Heißt, jetzt finden wir Waschpulver ohne Ende. So gesehen. Also Ende. Hat es fast immer. Und war da war wieder Waschpulver. High Quality Metal Scraps. Für die weiß ich noch nicht, für was ich die brauche, aber egal. Mitgenommen wird. So. Ich trinke mal was. Haben wir was zum Essen auch dabei, was ich wegpulvern kann? Ja, das da. Das Pulver mal weg. So. Jetzt wird es spät, hä? Das ist nicht so geil. Ich würde sagen, ich renne zurück zu dem Banditenlager. Es sollte ja noch eine Zeit lang clear sein, hoffe ich. Sehen wir gleich, wenn ich jetzt sterbe. Und bin oben in Banditenhort. Weil jetzt ist es bald Nacht und dann kommen die anderen Untoten raus. Auf die habe ich auch keinen Bock. Einmal kurz speichern. Aber mit meinem Glück sind die resettet und erschießen mich jetzt, wenn ich da vor Ort reinrenne. Scheint aber nicht so. Ja, da lag ein Brokkoli und ein Apfel. Gesund ernähren ist nicht nur mein Ding. Es reicht eh schon, dass wir die Tomaten so beschlürfen. Da ist eine Karotte. So. Dann machen wir hier kurz ein Nickerchen. Kurz ist gut gesagt. Wir haben 20 Uhr. Das heißt mal auf alle Fälle 10 Stunden. Wie zu erwarten. Wir sind schon bei Tag 17. So. Die Banditen sind noch nicht respawned. Gut. Jo, ich würde mal sagen, wir rennen hier die Straße entlang. Mal schauen, wo wir hinkommen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir sind. Also doch schon, ja, wir sind da durch den Tunnel. Unser Auto steht dort.
Baum, Baum. Ich könnte mal durch die Dingbamper ein bisschen laufen, aber die Straße ist interessanter eigentlich, oder? Die Straße führt ja wahrscheinlich irgendwo hin. Ich würde sagen, wir rennen einfach mal die Straße entlang. Na gut, links geht eh gleich nicht mehr weiter. Schauen wir uns natürlich trotzdem an. Es scheint aber komplett zu barrikadiert zu sein. Also wird wahrscheinlich eher rechts unser Spot werden. Fliegende Bäume. Ja, okay, das ist komplett zu barrikadiert. Da kommt man nicht rein. Ja, ist okay. Dann gehen wir den anderen Weg der Straße, würde ich sagen. Wenn wir hier da, wo ich jetzt in die Richtung, wo ich schaue, über die Berge kommen würden, dann würden wir mit dem Auto auch rüberkommen, oder? Wahrscheinlich nicht perfekt, aber wahrscheinlich könnte es funktionieren. Oh, jetzt ist meine Ausdauer mal ein bisschen im A. Wo führt uns die Straße hin? Wahrscheinlich ins Nirgendwo, weil das Spiel ja bis dorthin wahrscheinlich noch nicht einmal angedacht fertig ist. Aber hey, trotzdem anschauen. Da ist ein Haus, da sind viele Häuser. Okay, jetzt hat sich die Stimmung komplett geändert. Seht ihr Bewegung? Ich sehe keine. Von der Entfernung könnte man das voll als Menschen identifizieren. Da drin sind Bewohner, nur nicht solche Bewohner, die ich sehen will. Ich habe halt natürlich nur eine Schusswaffe mit. Hä? Die kann ich runter rein, den kann ich rauslegen. Und den habe ich nämlich mehr Schuss. High Quality Scraps. Au! Au! Wie geht denn das? Also hat wieder so ein Scheißvieh drinnen, ne? Hat er mir meine Rüstung kaputt gemacht? Ja, klar. Scheiß Mob. Stehst du jetzt irgendwo da hinten? Warum wusste ich das?
Dich hole ich nicht. Du stehst neben so einem Spuckheini. Oder liegst jetzt neben so einem Spuckheini. Da ist er, der Spuckheini. Da ist auch so ein Spuckheini drin. Ja. Das Haus ist tabu. Spät haben wir nicht schon wieder. Ja, okay, ist 6:30. Ingame-Zeit meine ich. Frag mich die ganze Zeit, ob wir hier irgendwie rüberkommen. Also über die Berge. Da drin sind auch wieder ein paar Bewohner. Zahlt ihr auch schön brav eure Miete? Wahrscheinlich nicht. Oh, komm schon, ich höre das jetzt schon. Für die Häuser brauchen wir Molotow. Wahrscheinlich da auch. Ja, ich sehe schon einen. Und die schauen immer durchs Haus durch, ey. Das ist nervend. Moment. Hä? Sogar in dem Schuppen ist eins drinne. Ja, komm. Komm rüber. Kann ich den Schuppen aufmachen? Kann ich wenigstens aufmachen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen der Straße weiter. Und offscreen werde ich dann irgendwie versuchen, mal da über die Berge zu kommen oder so. Mal schauen. Und wenn jetzt in jedem Haus solche Spuckheine sind, ist das echt problematisch. Fahrzeug wäre geil. Benzin hätte ich. Sonst aber nichts. Okay. Ja. Schaut's mit Lot aus. Bescheiden. Aber ich kann ein paar Sachen essen. Immer auf das Schmatzgeräusch hören. Wenn das Schmatzgeräusch kommt, heißt es abhauen. Raus, okay. Also ich muss sagen, es kam echt viel Neues dazu.
Aber wie gesagt, jetzt sind wir in einem Teil, da war ich noch nie. Also, das ist alles Neuland. Ich suchte Ewigkeit nach einem Hunting Rifle. Jetzt haben wir drei. Die Häuser sind wenigstens, wie es ausschaut, alle unbewohnt. Wie es ausschaut, hä? Das heißt dann. Okay. Der existiert wohl noch nicht, der Zaun. Munition? Nein. Ja. Nein. Da haben wir wieder was zu essen. Habe ich kurz einen Snickers mir rein. Und nehme die große Dose auf alle Fälle mit. Was hier das Problem ist, hier gibt es nichts zu looten. Also zu looten schon, aber nichts zu verstauen. Hier ist kein Auto, nichts, nada, niente. Okay, ist wieder zu. Ich sehe auch nirgends Rucksäcke oder so, also dass wir mal unseren Lohnplatz zum Beispiel wieder erweitern könnten. Auf dem Feuerholz. Okay, dann also der Straße weiter. Straße ist rechts von uns. Sind das Riesen? Okay, es sind Riesenfelder. Ich wollte mich gerade sagen, okay, da ist das Spiel zu Ende, aber nope. Die Farben sagt mir was. Aber nee, das kann nicht sein. Nee, nee. Es ist nur das Design von der Farm, das mir was sagt, aber Platz nicht. Die volle Erkundungstour heute, Leute. Warum springe ich immer? Der ist noch nicht mehr existent, der Zaun. Vielleicht unsere neue Hütte. Sicher mit Untermieter. Reingerannt und man weiß schon, was abgeht. Ich würde da echt gern rein, aber. Da drinnen wird wahrscheinlich auch sau viel Lot geben, aber allein wenn man das schon hört. Ja. Ja. Das ist. Zum Kotzen! Ah, der existiert, okay. Ich muss mir ein bisschen Stamina aufladen. Ja, ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal hier zu der Farm rüber. Ja, ich würde fast sagen, da vorne ist wieder dein Ende. Aber sehen wir dann.
würde ich sagen. Wird sich noch rausgehen, dass wir da vorne rüberschauen. Brunnen mit Eimer. Schade, ich dachte, ich könnte die Jacke nehmen. Dann halt nicht. Da oben ist auch noch ein Häuschen. Das Häuschen hat sich auch wieder solche Dinger drin. Also hier drin ist nicht viel los. Ah, da sehe ich auch nicht. Also am ersten da oben. Der ist wieder existent. Stoff brauche ich weniger als das. Einmal abgehen. Ah, könnte das ein Haus sein, was wir begutachten können? Leute, ich glaube, das ist ein Haus, das man anschauen kann. Die Freude ist voll groß erst. Endlich wieder mal in ein Haus rein. Hey, warum keine fliegenden Teller? Also, hey. Ja, Holz weg damit. Haben wir auch bis an der Meer. Hier wohnt ein Maler. Oh, ich hab gar nicht gesehen, was er gemalert hat. Waschmittel. Jetzt zum ersten Mal ein Bad, das nicht so sauber ist. Aber dafür klebt die Tür in die Wand. Da schaut sie wieder raus. So. Gut. Sollte also der Mist kommen, dann schaue ich, dass ich hier hinkomme. Und mich da drin verstecke. So, da weg. Die Straße geht da hinten weiter. Das schauen wir uns natürlich auch noch an. So, Leute, heute wird es eine ziemliche Erkundungstour. Ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß dabei. Ich habe mal auf alle Fälle. Obwohl ich ein bisschen Schiss habe, jedes Mal, wenn ich habe. Die Schlangendinger sind zwar nett, wie soll ich sagen, richtig gefährlich, kommt mir vor.
Aber sie sind halt trotzdem nervend, weil sie trotzdem Schaden machen und du die halt wirklich nicht wegkriegst. Also, ich denke, die gehen mit der Molotow-Cocktail, werden die gut gehen. Aber mit der Schusswaffe waren die Scheiße. Ja, da hinten ist Sensei. Das heißt, das nächste, was ich versuchen werde, ist, da über die Berge zu kommen. Ja, das ist das Einzige, was man tun kann. Weil durch den Tunnel, das ist schon. Das ist anstrengend. Das Problem ist halt auch, dass daneben genau das Banditenlager ist. Also selbst wenn ich durch den Tunnel komme, irgendwann werden die Banditen wieder zurück sein. Dann müsste ich jedes Mal das Banditenlager machen. Das war so schwer wie das große Lager. Und das große Lager war aber dieses Mal eigentlich im Großen und Ganzen recht angenehm. Hochwandern kann ich natürlich. So werden wir gleich das Ende der Welt sehen. Also ich lasse euch doch bei mir. So, können wir uns nicht, können wir die paar Minuten können wir noch erübrigen. Hallo? Okay. Unsichtbare Wand. Aber nur teilweise. Teilweise stark, teilweise nicht stark. Das ist alles unsichtbare Wand. Also hier geht es sicher nicht hoch. Schaue ich mal, ob ich in die Richtung hochkomme. Weil wenn, müssten wir ja in die Richtung über die Berge, weil dort ist auf alle Fälle unser Auto. Ah, unsichtbare Wand. Da schaut. Komme ich nicht hoch? Brech mir sicher gleich das Genick. Schade, diesmal haben sie wohl nur die unsichtbaren Wände früher eingebaut als beim ersten Mal. Beim ersten Mal konntest du wirklich auf den Berg ganz hoch und konntest einfach sehen, wo Schluss ist. Also das Ende der Welt. Geht wohl hier nicht mehr. Okay, ich stehe da jetzt im. Okay, jetzt stehe ich wieder nicht an. Jetzt stehe ich wieder an. Das tat weh. Ja, hat aber nicht viel gekostet, ist okay. Na gut. Also Leute, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ich werde schauen, ob ich über den Berg drüber komme, um unser Auto zu holen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dahin, ciao.